Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem Worlds-Analyse-Video von mir. So wie ich es jedes Jahr mache. Wir reden darüber, was ich glaube, welches Team Weltmeister wird und wie die Gruppen verlaufen werden. Es gibt schon viele, die immer analysieren auf der Analyse-Couch und von Riot natürlich selbst nach der Gruppenphase, nach dem Drawing, haben sie erstmal alles direkt analysiert und darüber geredet, was die glauben, wie deren Predictions sein werden. Und ich möchte ungefähr noch so einfach mal meinen Senf dazu tun, weil ich persönlich liebe die Worlds, ich feiere die Worlds. Das ganze Event ist geil. Ich war ja auch mal live bei den Worlds Finale. Mega, mega geil. Wer die Möglichkeit dafür Tickets hat, dem kann ich das nur empfehlen. Es gibt also zwei Internetseiten, LoL Esports natürlich, aber ich mag auch ganz gerne hier immer die Pedia-Seite. Das ist etwas heller und man etwas bunter und irgendwie mag ich die einfach. Wie die Worlds aufgebaut ist, ist erstmal egal. Es gibt die erste Gruppenphase, wo wir hier Gruppe A, B, C und D sehen. Das ist dasselbe wie das, was wir hier sehen. Das heißt, in jedem Team sind drei. Und meine Prediction ist, wer von denen weiterkommt, folgendes: Wir haben Gambit, Lion Gaming und Team World Elite in Gruppe A. Ich finde es erstmal mega geil, dass Gambit dabei ist. Es ist zwar nicht das Gambit wie damals. Die haben ja damals angefangen mit so ein paar Trends wie Shyvana Jungle, Diamond Proxy und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, nicht dieselben Spieler, aber ich finde es cool, dass der Name mit dabei ist. Und Entschuldigung, Diamond Prox ist dabei. Es ist der originale Diamond Prox und ich freue mich drauf, Mann. Ich drücke den so krass die Daumen. Shyvana wurde gebufft. Es wäre richtig cool, wenn er mal wieder Shyvana rausholt, was ich nicht glaube. Natürlich muss man sagen, Team World Elite, LPL, die Chinesen sind hier die Favoriten. Wenn man nach Statistik geht, muss man sagen, Team World Elite kommt weiter. Ich glaube, Lion Gaming ist von den No-Name-Teams auch gar nicht so bad. Wir hatten letztes Jahr auch schon das Glück, aber dazu kommen wir später. Ich persönlich drücke Gambit die Daumen. Gambit Diamond Prox. Bitte regel das. Wenn ihr schon ein Game gewinnt, ich bin happy. Oder zwei oder drei. Team World Elite ist aber hier auf jeden Fall der Favorit. Gehen wir weiter. Und zwar Cloud9. Team One Esports Die Wolves. Ganz, ganz, ganz klar, Cloud9 ist mit TSM zusammen. Für die cheere ich. Also, ich bin der Cheerleader von TSM und von Cloud9. Das sind meine zwei Lieblingsteams. Mit ein paar koreanischen vielleicht. Aber NA, Cloud9 und TSM, ich feiere die. Ich drücke denen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz krass die Daumen. Team One Esports kenne ich nicht, Die Wolves kenne ich auch nicht. Von den Regionen her scheint es auch keine Gefahr zu sein. Also ich glaube, das ist einer der einfachsten Gruppen und Cloud9, wenn die das nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Also Gruppe B ist da meiner Meinung nach relativ safe. Gruppe C haben wir Fnatic, Young Generation, Chaos, Latin Gamers. Da glaube ich auch ähnliches wie bei B, dass Fnatic hier weiterkommen müsste. Ich glaube, dass Chaos Latin Gamers hier vielleicht noch ein bisschen gefährlich werden können, aber das sind immer die No-Name-Teams, die Wildcard-Teams und welche aus den kleineren Regionen, die man nicht so wirklich kennt. Wer spielt denn hier drin, wenn wir mal Chaos Gamers angucken? Plugo, die Namen noch nie gehört, von der Region her aus Chile, aus Uruguay. Hier haben wir noch Argentinier mit dabei. Glaube nicht, dass sie gegen Fnatic aushalten können. Also Gruppe A hoffe ich für Gambit, Gruppe B Cloud9, Gruppe C Fnatic. Jetzt kommen wir zu Gruppe D und da wird es meiner Meinung nach spannend. Hongkong Attitude, Fenerbahce und Rampage. Und ganz ehrlich, ich finde nach NA, EU, China, Korea, also ist die nächstbeste Region eventuell sogar die Türkei. Und deswegen glaube ich, dass Fenerbahce die Türken hier aus der Gruppe rauskommen könnten. Und das Coole dabei wäre ja schon, dass damit eins von den weniger offiziell großen Teams es in die große Gruppenphase schaffen würde. Das würde ich auf jeden Fall mega feiern. Ich gucke mal ganz kurz, wer spielt bei den Türken? Frozen und Move. So viel zum Thema Türken. Die haben zwei Koreaner schlau gemacht. Viele machen das so, viele Teams, dass sie wenigstens zwei Koreaner drin haben. Solange die Mehrzahl noch türkisch ist, ist es ein türkisches Team. Rampage und Hongkong Attitude haben die auch Koreaner drin, ist die Frage. Ein Toplaner hier und Rampage. Oh, Japan und auch zwei Koreaner. Mit EVY, okay? EVY habe ich schon öfter gehört.
Habe ich, glaube ich, auch mal gesehen, wie der gecastet wurde. Also vielleicht wird Rampage auch interessant. Aber ich glaube, die Türken, Fenerbahçe, die werden das hier regeln. Von daher, so viel zum ersten Thema. Das Interessante wird ja auch noch, dass es hier dann Best of Five gibt. Also gibt wahrscheinlich hier Gambit gegen World Elite. Das wird auf jeden Fall mega spannend schon mal. Und dann kommen wir zur richtigen Gruppenphase. Da sehen wir hier Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D. Können wir auch hier von mir aus, wenn ihr das Dunkle bevorzugt. Da schiebe ich jetzt natürlich die Teams rein, wobei ich kann jetzt nicht wissen, ob in Gruppe A dann Cloud9, Fnatic oder so reinkommt. Aber von den Teams hier, Edward Gaming, SKT Telecom T1. Man muss natürlich sagen, dass SKT als zweitbestes Team antritt und dementsprechend Edward Game als bestes Team. Das ist schon ein kleines Finale in der Gruppe an sich. AHQ ist auch nicht unbedingt schwach, aber gegen die zwei Giganten haben die keine Chance. Und jeder, der hier in Gruppe A reinkommt, wird schlechte Karten haben. Deswegen bin ich mir relativ sicher, Edward Gaming und SKT kommen hier weiter. Das ist die härteste Knallergruppe überhaupt. So muss man das einfach sehen. Gruppe B, Immortals, Longju Gaming, Gigabyte Marines und je nachdem, was da eben noch reindroppt. Muss man natürlich sagen, Longju Gaming als koreanisches Team Number One. Finde ich sehr interessant, weil die haben die Botlane von den damaligen Cool Tiger Rocks. Rocks Cool Tigers. Und die ist schon super stark. Ich meine, nicht umsonst sind die als bestes koreanisches Team hier durchgekommen. Und ich bin immer noch kein Fan von denen. Ich bin immer noch kein Fan von denen. Dadurch, dass es einfach Koreaner sind, muss man denen gute Chancen übermitteln. Immortals, Gigabyte Marines. Ist das nicht schon hier EU gegen NA? Oder was rede ich da? Ne, Gigabyte Marines ist gar nicht EU. Alright. Ja, Immortals ist natürlich der zweite Kandidat, um hier rauszukommen. Und je nachdem, was da noch reinkommt, was, wenn da Fnatic reinkommt, glaube ich, würde aber Immortals auch gewinnen. Was, wenn da World Elite reinkommt, würde Immortals, glaube ich, auch gewinnen. Immortals ist ein recht starkes Team. Ich tippe also auf Longju Gaming und Immortals. Und hier auf Edward Gaming und SK Telekom, also eigentlich die, die schon oben stehen, würde ich auch fast schon bevorzugen. Ob das bei Gruppe C auch so ist? Gamers 2, Samsung, Royal Snap, Gewab und ein Random Team. Das ist eine 50-50-Gruppe. Royal Snap, Gewab. Ich glaube, sie werden als Erste aus der Gruppe gehen. Das wird niemand wahrscheinlich unterstreichen, niemand unterzeichnen. Da ist ein koreanisches Team dabei, da ist Gamers 2 dabei, da kommt noch ein starkes Team rein und wahrscheinlich würde niemand Royal Snap, Gewab predikten. Aber ich sage euch Folgendes: Ich glaube, diese Worlds wird kein koreanisches Team gewinnen. Home Crowd ist auf Seiten von China. SKT wurde jetzt schon in eigenem Land geschlagen. Es ist also möglich. Und ich glaube, die Teams sind dieses Jahr soweit, den Thron abzugeben. Royal Snap Give Up sehe ich ganz weit in diesem Turnier. Das ist meine Wildcard, meine persönliche. Wenn die aus der Gruppe rausfliegen, dann war es das halt so. Aber ich glaube, dieses Team müsst ihr euch angucken. Royal Snap Give Up. Deswegen glaube ich, die kommen weiter. Und dann als zweiter Platz Samsung. Tut mir leid, EU. Ich denke, ihr seid hier raus. Gruppe D haben wir Flashwolves, Misfits, TSM und noch ein Team. Und ich glaube, das ist die lascheste Gruppe. Man darf natürlich die ganzen Teams nicht unterschätzen. Das sind die Worlds, die können was. Sonst wären die nicht hier. TSM, klarer Favorit. Ich finde Misfits auf jeden Fall schlechter. Flashwolves ist nicht ganz ungefährlich, muss man auch sagen. Flash Wolves haben schon ein paar Mal überzeugt, aber TSM, die haben letztes Jahr TSM, finde ich, auf der World Stage extrem gewackelt. Hat nicht so viel Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Das machen die nicht nochmal. Die werden vorbereitet sein. Die werden auch nervlich vorbereitet sein. TSM wird hoffentlich abliefern. Hoffentlich liefern die mal ab. Es wird überall in jedem Land wird gecheert. TSM. Jetzt müssen sie wirklich noch einmal beweisen, dass sie Reginalds besten Männer sind. Welches Team hier reinkommt, hätte auch Chancen weiterzukommen. Also was natürlich richtig interessant wäre, wenn hier sowas wie Fenerbahce oder Gambit doch aus irgendeinem Grund es reinschaffen sollte, dann können sie kämpfen. Und wenn letztes Jahr war es ja, glaube ich, so, dass es ein nicht Main Team in die K.O.-Runde geschafft hat, also die aus der Gruppenphase raus. Letztes Jahr hatten wir schon das Wunder. Wer waren das nochmal? Ich weiß gerade nicht, wer das war. War das die Brasilianer oder so? Auf jeden Fall, wenn
dann über Gruppe D. Das ist meine Prediction. Am Ende haben wir dann ja hier noch nicht angezeigt die Knockout Stage. Da seht ihr noch to be determined, also wird noch erwartet. Und da muss man halt so ein bisschen grübeln. Es kann ja nicht, wenn SKT und Edward weiterkommen, kann es ja nicht sein, dass sie direkt in einen Slot fallen. Das heißt, es könnte sein, dass SKT. Ja, es ist schon wichtig, wer als Erster und wer als Zweiter rausgeht, weil wenn SKT und Longshot als Erster rausgehen, können sie schon mal nicht gegeneinander kämpfen. Im Finale, beziehungsweise ich sag mal in den Top 4 Spots, sehe ich SKT, Longshot Gaming, Royals Never Give Up. Und TSM? Gewagte These, aber wenn die alle vier Erster in der Gruppe wären, spielen die gegen den Zweiten? Den Zweiten? Edward Gaming gibt es auch noch. Oh mein Gott, EU oder. Es ist schon eigentlich gewagt zu sagen, dass EU oder NA ins Halbfinale kommt. Eigentlich müsste ich sagen, SKT wird im Viertelfinale gegen den Zweitplatzierten gewinnen. Longe wird im Viertelfinale gegen den Zweitplatzierten gewinnen. Royals Never Give Up wird im Viertelfinale gegen den Zweitplatzierten gewinnen. Und TSM wird gegen den Zweitplatzierten, nämlich EDG, verlieren. Und dann haben wir EDG noch im Finale. Das heißt, wir haben zwei chinesische Teams, zwei koreanische Teams im Halbfinale. Und dann, je nachdem, wie es gewürfelt ist, vielleicht Korea gegen China im Finale. Und ich glaube, dass es möglich ist für China dieses Jahr. Soweit, so gut. Ich bin natürlich sehr gespannt, was wir hier oben haben werden in den Teams, was Faker für Plays macht. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist nicht EDG war das, glaube ich. EDG hat Clear Love. Das soll der beste Jungler des Turniers sein. Selbst Peanut muss gucken, aber Clear Love wird auf jeden Fall auch noch sehr schön anzuschauen. Den haben wir hier noch. Royals Never Give Up. Da haben wir natürlich Uzi, den ADC. Playmaker, alles drinne. TSM ist natürlich bei allem interessant. Aber es gibt echt ein paar Spiele. Ich freue mich auf die Worlds. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Das war meine kurze Prediction. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich werde wahrscheinlich zwischen den Worlds auch noch mal ein bisschen labern. Ich feiere einfach die Worlds. Ich habe ja am Wochenende selber auch noch mein Mr. Mike EP Turnier. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Ich glaube, die Worlds gehen immer so von 7 bis 14 Uhr recht früh am Tag und genau ab 14 Uhr startet dann, glaube ich, auch mein Turnier. Wer dann Bock hat, noch mehr zu sehen. Ansonsten werde ich wieder eine Umfrage machen. Da wird es dann darum gehen, ob ihr im Worlds Hype seid und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr glaubt, welches Team gewinnt die Worlds. Einfach in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wer wird Weltmeister? Und derjenige, der am Ende richtig lag, ja, für den überlege ich mir vielleicht eine Überraschung. Aber es ist alleine schon cool, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich glaube, Fenerbahce wird Weltmeister. Wenn das wirklich passiert. Hashtag Ehrenmann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr eure Zeit für dieses Video investiert habt. Das war meine kurze, knappe Worlds Prediction. Und jetzt ist auch vielleicht auf euch der Hype rübergesprungen. Wie gesagt, danke. Euer Mr. McPee. Haut rein. Macht's gut.